Himmel, er hat's getan, oder? Fast 300 Kilo Sprengstoff im Kofferraum. Ich habe die Druckwelle bis hierhin gespürt. Jetzt hängt alles an Ihnen, Blaskowitz. Wir gehen auf der Spitze des Funkturms 7 Straßen von Ihnen entfernt in Stellung. Sie müssen irgendwie bis zur obersten Ebene des Nautica vordringen und die Hangartüren öffnen. Dann komme ich mit den anderen Piloten hinein. Jo, hallo zusammen. Wir werden uns jetzt mal hier wieder ein bisschen durchkämpfen. Mal schauen, ob wir einen guten Weg finden, da reinzukommen. Aber ich denke, der wird vorgegeben sein. Häuser sind eingestürzt, aber die Stromversorgung zu diesem Teil funktioniert immer noch. Na gut. Wenn dem so ist. Habe ich echt nicht genug Platz gemacht. Oder am Wochenende zu viel gefuttert. Ja, dann machen wir's. Anderen Weg suchen. Und wie es der Zufall so will, kriegen wir auch einen anderen Weg gezeigt. Sauer aus. Achso. Gut. William, ich habe hier die Baupläne des Gebäudes. Ist ein langer Weg nach oben. Schick sie mir an, ja. Oder lots mich, wenn du kannst. Okay. Entfernt sich von mir. Das heißt, so viel wie der steht mit dem Rücken zu mir, weil sonst würde er sich ja nicht entfernen. Ach, der hat echt auf mich geschossen, das habe ich jetzt gar nicht registriert. Weil er gesagt hat, oh Gott, da habe ich gedacht, der wird ein anderer um Hilfe schreien. Aber war auch der Typ da unten.
Ich denke, denen werden wir aber nicht mehr helfen können. Den Schwachpunkt von dem Viech kennen wir ja noch. Die haben wir ja schon in zweifacher Ausführung auf unserem Weg kennengelernt. Diesmal brauchten wir uns einfach nur auf den Kopf konzentrieren und mussten nicht erst noch herausfinden, wie der zu killen war. Aber erschreckt habe ich mich trotzdem. London Nautica Main Hall. Das war klar. Ich konzentriere mich immer nur auf eine Seite und vergesse dann, dass auch von der anderen Seite auch noch jemand kommen kann. Ich muss mich wirklich mehr bewegen.
Gut. Glaube, das war's erstmal. Jetzt haben wir nur noch die fetten Metallburschen unten. Aber wir werden jetzt erstmal gucken, ob hier nicht doch noch irgendwo was drin liegt. Nö. Das ist nur einer. Ich habe gedacht, das wären zwei gewesen. Die ganze Zeit da hinten versteckt der Bursche. Was ist das da? Hart, hart. Scharfschützengewehr. Jetzt müssten wir nur noch eine Möglichkeit haben, das auch mal ausleben zu können. Gutes Scope ist, aber nicht wirklich weitreichend. Also, wenn ich mir die Vergrößerung angucke, die ist nicht wirklich sehr berauschend. Zumindest Munition müssten wir jetzt noch finden. Ich mache heute mal eine Runde, wo etwas weniger gesprochen wird, weil in der letzten Folge habe ich euch doch wahrscheinlich sehr strapaziert. Allerdings, wenn es die Situation erfordert, werde ich es auch hier machen. Das hatte ich euch ja schon angedeutet. Hier ist was. Bergleute zufrieden mit Regulierungen. Birmingham. 15. Oktober 1960. Vertreter der Bergleute des Gebietes Britannien haben heute mitgeteilt, dass sie sehr zufrieden mit den von der Londoner Vertretung vorgeschlagenen neuen Arbeitsregulierungen sind.
Die neuen Regulierungen werden für gute Arbeitsbedingungen und eine Steigerung der Produktivität des Kohleabbaus in der Region sorgen, sagte Statthalter Neumann in einem Gespräch. Eine Gruppe Bergleute in Birmingham tat heute Morgen ihre Zufriedenheit mit den neuen Regulierungen kund. Es ist schön, dass unsere Oberhäupter an unsere Gesundheit denken, sagte der zweifache Vater James Brixton. Seit dem Krieg haben sich die Dinge wirklich zum Besseren gewendet. Die Hintergrundstory werde ich auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Wenn ich zwischendurch noch was Goldenes irgendwo blinken sehe, nehme ich auch das mit. Gut, so, hier war ich jetzt schon. Da war ich auch schon. Dann wird es hier weitergehen. Ach, das ist nur Essen, temporär. Das brauche ich ja im Moment nicht wirklich. Aber gut zu wissen, dass hier was wäre. Wo ich jetzt schon etliches verbraten habe, natürlich. Gut. Wo muss ich nun hin? Also, wo ich jetzt schon mal nicht hin kann, das habe ich schon gesehen. Jetzt muss ich aber irgendwie noch einen Weg finden, wo ich jetzt definitiv hin muss. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ah, da ist auch ein Tresor, wo wir hin müssen. Jetzt kommt es wieder mit dem drei richtige. Also Munition für ein Scharfschützengewehr haben wir schon mal. Was ist denn hier immer noch anzuwählen? Immer noch als Ziel angezeigt. Was muss ich denn jetzt hier noch machen? Ich glaube, jetzt habe ich irgendwas vergessen. Muss ich hier was reinstecken oder reintun oder? Ich habe doch nichts. Was zu lesen habe ich vergessen. Neue Fossilien in Dorset entdeckt. Lyme Regie. 15. Oktober 1960. Dorset, auch liebevoll als Juraküste bezeichnet, stand im letzten Monat nach der Entdeckung einer neuen Spezies von Meeresreptilien im Mittelpunkt des Interesses von Wissenschaftlern aus aller Welt. Paläontologe Helmut Lehmann arbeitet an einer Methode, ausgestorbene Tiere für einen geplanten prähistorischen Zoo wiederzubeleben. Diese jüngsten Funde könnten genau das sein, wonach wir gesucht haben,
sagte der Professor, als wir ihn diese Woche in einem örtlichen Café getroffen haben. Und wenn wir es schaffen, diese Tiere richtig einzusetzen, könnten sie auch für unser Militär von Vorteil sein. Dinosaurier statt Panzer? Harren wir der Dinge, die da kommen mögen. Jurassic Park, lässt grüßen. Gut, aber ich weiß immer noch nicht, was ich jetzt hiermit machen soll. Eine großartige Möglichkeit, was anderes zu tun, als da anzuklicken, habe ich nicht. Nee, hier hatten wir ja auch alles durch. Da waren wir ja überall schon. Nicht mehr zurück. Und hier kommen wir auch nicht gerade weiter. Ich glaube, ich habe mich festgefahren. Ich glaube, ich brauche mal einen Tipp von euch. Also, wo geht's weiter? Okay, ich bin hier reingekommen. Wir waren da dran. So, hier vorne könnten wir noch mal gucken. In der Mondkuppel findest du eine Tür zum Wartungsbereich. Such nach einer Tür in der Außenwand. Fast ganz unten. Ich will nicht den Mond zerschießen. Sorry dafür, dass ich die Skulptur da in der Mitte kaputt mache. Entschuldigt bitte. Eine Runde drehen hier. Ist da irgendwas drin, was von Interesse wäre? Kann ja auch sein, dass es nicht nur durch Zufall zu zerstören ist, sondern dass da noch irgendwelche Secrets drin sind. Mondbasis 5 befindet sich in einem uralten Krater, der auch als die glimmende Schale bekannt ist. Also wir sind in einem Museum und da gibt es auch verschiedene Sachen, die man sich anhören kann und durchlesen kann. Wissenschaftsausstellung, der Mond, der Mensch und die Wissenschaft. Aufbau einer Beziehung auf dem Mond, Erkenntnisse. Gut, das ist ein Wegweiser, den werde ich nicht vorlesen. Ein paar Punkte muss man auch einfach sparen. Ups. Kann man nicht durchschießen.
Na, Köpfchen hoch. Und nochmal. Dann ist erledigt. Na, doch nicht. Dann gehe ich selber hoch. War, glaube ich, nur für seine Kollegen gedacht, aber wenn er mir die sagt, ich finde das auch nicht schlecht. Keine Munition mehr! Lade nach! Scheiße! Interessante Konstruktion zumindest. Ich denke, das sollte man mal überlegen, ob man sowas Ähnliches in Real auch baut. Mit den Gängen hier meine ich, so mit dem Emporium und wie die Gänge hier aufgehangen sind. Das ist eigentlich recht interessant gemacht. Ach du Scheiße, wo kam der denn her? Au. Okay. Irgendwo höre ich noch einen fliegen. Jetzt gerade durch die Wand gebackt. Das ist aber fies. Das ist fies, das muss nicht. Gut. Ich höre nichts mehr. Dann können wir uns der Zeitschrift widmen. Kaum Verbrechen in Quarantänegebiet. London, 15. Oktober 1960. Laut Polizeiberichten gibt es immer weniger Kriminalität in den Londoner Quarantänevierteln. Für die in Quarantäne lebenden Bewohner ist es auf der Straße mittlerweile sehr sicher, sagt Polizeidirektor Bruno Winkler. Die Anzahl der Mordfälle befindet sich auf einem historischen Tiefstand. Er fügte hinzu, dass sich die gute Behandlung der Bürger durch die neue Regierung positiv auf die anständigen Bewohner der Stadt ausgewirkt hat. Wir erleben außerdem einen Anstieg eingegangener Meldungen über abweichlerisches Verhalten sowohl von Nachbarn als auch Familienmitgliedern. Ich glaube, ich werde mal nachher ein Best-of machen oder so, wo ich dann alle Nachrichten chronologisch zusammenschneide, damit man mal weiß, wie sich die Geschichte wirklich entwickelt hat. Gut. Ziehen wir dran. Siehst du die Tür zum Wartungsbereich? Sie ist im Sternenfeld, ziemlich weit oben in der Kuppel. Kannst du sie irgendwie erreichen? Bestimmt. Ich lasse mir was einfallen. Und was ich mir einfallen lassen werde, das seht ihr in der nächsten Runde. Also, bis dann!